Wenn du realistische Menschen zeichnen möchtest, musst du deren Proportionen kennen. In diesem Video erkläre ich dir dazu die 10 wichtigsten Aspekte. Los geht's! Erstens, Kopf und Gesamthöhe. Generell bildet der Kopf das Maß bzw. die Einheit, mit der sich alle weiteren Proportionen erfassen und vergleichen lassen. Ein idealisierter Männerkörper ist nach Loomis 8 Köpfe hoch. Eine Frau etwas weniger, eher 7 bis 7,5 Köpfe. Das heißt, wenn du eine gerade vertikale Linie ziehst mit 2 Enden und diese in 7 bis 8 gleich große Teile teilst, erhältst du ganz oben die Höhe für den Kopf von Schädeldecke bis Kiefer und insgesamt die Größe für einen erwachsenen Mann oder eben eine Frau. Außerdem kannst du den Kopf als Oval oder kleineren Kreis für das Kranium vereinfachen. Zweitens, Kopf und Gesamtbreite. Die Schulter bildet auf der anderen Seite die breiteste Stelle des Körpers, liegt etwa unterhalb des Kopfes, bei ein Drittel innerhalb der zweiten Kopfeinheit und ist nach Loomis zwischen 1,5 Köpfen, eher bei Frauen, bis 2 Köpfen bei Männern breit. Erweitere also von der vertikalen Linie ausgehend die Unterteilungslinien um jeweils circa eine Kopflänge nach rechts und nach links und du erhältst eine proportional korrekte Box für den gesamten menschlichen Körper. Drittens, Torso. Wenn du als nächstes zur vierten horizontalen Unterteilungslinie bzw. genau der Hälfte der Box gehst, hast du das Ende des Torsos, den Schritt, gefunden. Dieser Torso ist an sich ca. 3 Kopfeinheiten hoch und beginnt mit der Schulter auf einer Drittelhöhe der zweiten Kopfeinheit. Außerdem wird er hauptsächlich von den 2 folgenden Strukturen gebildet. Viertens, Brustkorb. Der Brustkorb macht den größten und obersten Teil des Torsos aus, reicht nicht ganz bis zur dritten Unterteilungslinie und ist damit ca. 1,5 Kopfeinheiten hoch sowie etwa eine Kopfeinheit breit. Bei Männern ist er in der Regel etwas breiter, bei Frauen etwas schmaler. Du kannst den Brustkorb zunächst als längliches Oval vereinfachen. Fünftens, Becken. Das Becken der Hüfte bildet nachfolgend den zweiten fehlenden Teil der Torsostruktur, beginnt etwa leicht unterhalb der dritten Unterteilungslinie und endet, wie gesagt, bei der vierten auf der Hälfte der gesamten Struktur. Diese ist bei Männern ca. eine Kopfeinheit breit, wie der Brustkorb, bei Frauen hingegen etwas breiter bis ca. 1,5 Kopfeinheiten. Und hoch ist das Becken ca. eine Kopfeinheit, sodass du es als fast kreisförmiges Oval oder Dreieck zunächst vereinfachen kannst. An dieser Stelle kurz Stopp, denn vielleicht ist dir das bereits alles viel zu fortgeschritten. Wenn du noch Zeichenanfänger bist, schau dir einmal meinen kostenlosen Zeichner-Kit-Kurs an. Darin erkläre ich dir alle notwendigen Voraussetzungen zum Zeichnenlernen, wie du am besten damit startest und wie du häufige Anfängerfehler vermeidest. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Doch nun zurück zum Video. Sechstens, Arme und Ellenbogen. Die Arme beginnen auf derselben Höhe wie der Brustkorb, ca. ein Drittel innerhalb der zweiten Kopfeinheit und sind insgesamt bis zu den Fingerspitzen etwas mehr als 3 Kopfeinheiten lang. Allerdings ist es am einfachsten, wenn du dir eher merkst, dass sich die Handgelenke ebenfalls auf der Hälfte bei der vierten Unterteilungslinie befinden. Das Ellenbogengelenk befindet sich wiederum genau auf der Hälfte der Arme, in etwa auf derselben Höhe wie das Ende des Brustkorbs, etwas oberhalb der dritten Unterteilungseinheit. Der Oberarm ist also mit ca. 1 bis 1,5 Kopfeinheiten länger als der reine Unterarm mit ca. einer Kopfeinheit. Siebtens, Hände. Die Hände beginnen auf Höhe des Schritts, reichen ca. bis zur Hälfte des Oberschenkels und sind damit ca. eine Dreiviertel Kopfeinheit lang. Du kannst sie zunächst mit einer beliebigen Form wie einem Dreieck oder einem Oval vereinfachen. Insgesamt sind damit Hände und Unterarm zusammengenommen etwas länger als der Oberarm. Achtens, Beine und Knie. Schauen wir schließlich noch auf den Unterkörper.
circa auf der Hälfte der sechsten Kopfeinheit bzw. etwas oberhalb der Hälfte der unteren Körperhälfte befinden sich die Knie, die die Beine in Ober- und Unterschenkel teilen. Dadurch ist der Oberschenkel, beginnend von der Hüfte, circa 2 Kopfeinheiten lang und der Unterschenkel circa 1,5 bis 1,75 Kopfeinheiten. Neuntens, Füße. Fehlen noch die Füße, die am Ende der Unterschenkel bei circa ein Drittel vor Ende der letzten Kopfeinheit am Knöchel ansetzen und so nur circa entsprechend ein Drittel bis maximal ein Fünftel einer Kopfeinheit hoch sind. Zehntens, Profil. Schließlich gibt es noch ein paar Besonderheiten, wenn wir den Körperaufbau im Profil betrachten. Dabei ist der gesamte Körper maximal ca. 1,5 Kopfeinheiten breit am Brustkorb. Die Füße sind eine Kopfeinheit lang und die einzelnen Körperteile bilden keine Gerade, sondern sind abwechselnd asymmetrisch zueinander platziert, was sich auf deine Rhythmuslinien auswirken sollte. Du siehst, der Körper bildet ein komplexes System aus Proportionen. Und die feinsten Unterschiede können hier bereits entscheiden, ob du eine männliche, weibliche oder generell überhaupt eine realistische oder unrealistische Figur skizziert hast. Versuche die Proportionen am besten mehrfach einmal selbst aus dem Gedächtnis zu zeichnen und über Vorlagen zu zeichnen, bis du sie dir halbwegs gut eingeprägt hast. Doch wie bereits gesagt, ist das nur die Spitze des Eisbergs. Wenn du richtig gut Menschen zeichnen willst, gehört natürlich noch mehr dazu, wie zum Beispiel auch anatomische Details und das richtige Skizzieren allgemein. Wenn du möchtest, kannst du dazu in meinem Kurs Zeichnen lernen mit der S-Methode Teil 2 Sehen lernen mehr erfahren, von dem das hier auch bereits ein kurzer Ausschnitt war. Den Link dazu findest du ebenfalls in der Beschreibung. Ja, und ansonsten war es das mit diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann hinterlasse bitte ein Like und ein Abo, damit du auch zukünftige Videos für digitale Kreative nicht verpasst. Und dann gilt wie immer, bleib kreativ und bis bald.